In Fischament wurde im Rahmen einer besonders festlich gestalteten Messe die Pastoralassistentin Schwester Miriam nach 6 Jahren feierlich verabschiedet. Pfarrfest ist immer ein Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungskalender. Ich freue mich auch immer wieder. Und die Pfarre hat ein tolles Team von Freiwilligen, die das hier organisieren. Auch mit Kinderprogramm, auch ganz toll für die Familien. Und heute haben wir halt leider, muss ich sagen, die Verabschiedung unserer beliebten Schwester Miriam. Sie wird uns ab September verlassen. Und sie hat sehr viel beigetragen, dass das Gemeinsame zwischen Stadtgemeinde und Pfarre auch wieder in den Vordergrund gekommen ist. Und sie hat sich sehr um die Kinder und um die älteren Leute angenommen. Und darum habe ich mich auch seitens der Gemeinde herzlich bedankt. Ein bisschen traurig schon? Ja, natürlich bin ich traurig. Es ist ja doch eine schöne, lange Zeit miteinander gewesen. Habe nie gedacht am Anfang, dass ich so lange hier bleiben werde, weil immer zwischen Wien und Fischament hin und her zu fahren, habe ich mir gedacht, naja, ein paar Jahre mache ich es. Aber daraus wurden 6 Jahre und jetzt gehe ich schweren Herzens hier weg. Was machst du eine Pastoralassistentin eigentlich? Eine Pastoralassistentin ist eine Assistentin des Pfarrers sozusagen, der Pfarrer. Das heißt, sie macht das, was notwendig ist. Vor allem in der Pastoral, in der Seelsorge. Und je nach Vereinbarung macht man dann eben vor allem Kinderpastoral, also Kinderseelsorge, Familienseelsorge, Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung unterstützen. Ja, ich habe auch sehr viel mit Senioren gearbeitet, beim Seniorennachmittag und im Pflegeheim eben, aber auch mit den Familien, mit den Kindergärten, Schulen, Kontaktpflege, dort auch hingehen, Segensfeiern halten. Ja, das ist das, was der Pfarrer braucht an Hilfe, ja, das zu geben. Der wird Sie auch vermissen, oder? Ja, da müssen Sie ihn fragen. Ich nehme an, ja. Und ich werde ihn auch besonders vermissen, denn er war für mich ein großes Vorbild an christlicher Liebe und hat wirklich sehr viel auf die Beine gestellt im Fischament. Und ich durfte da mitwirken und das hat mich sehr gefreut. Das war eine schöne Zeit mit ihr und sie hat uns sehr geholfen. Wie gesagt, leider nur mit 20 Stunden war sie angestellt, aber in dieser Zeit hat sie sehr viel gemacht. Sie war eine große Unterstützung, seit ich dort bin, seit 3 Jahren. Ja, es ist so. Leider muss sie jetzt nach Wien, aber ja, wir werden in Verbindung bleiben. Werden uns gegenseitig immer wieder besuchen. Sie haben auch ein bisschen mehr Arbeit dazu bekommen, eine neue Gemeinde dazu, eine Assistentin weniger. Wie werden Sie denn die Arbeit jetzt bewältigen? Das, was Sie jetzt erwähnt haben, ist der Pfarrverband. Der entsteht mit dem 1.9.2019 jetzt. Die 4 Pfarren, 3 aus der Umgebung und Fischament, kommen zusammen. Und der Pfarrer von Schwadorf und ich, wir werden das irgendwie gemeinsam machen, hoffentlich mit einer Unterstützung, aber jetzt ist, wie es ausschaut, mehr Arbeit und das heißt mehr Kraft holen von Gott und von den Menschen, dass man es alles schafft. Jetzt Pfarrfest und jetzt wird ein bisschen gefeiert, oder? Da, die Verabschiedung. Hier beim Pfarrfest werden wir sicher ein oder anderes Achteln mit der Schwester Miriam anstoßen und sie dementsprechend würde ich auch verabschieden von der Stadtgemeinde.